Ihr Lieben, da bin ich schon wieder und zeige euch heute wieder einmal einen tollen Kettenanhänger. Ich habe euch ja vor kurzem schon mal den Kettenanhänger gezeigt, der aus Resten gefertigt wurde, zum Beispiel ist diesen hier. Und heute zeige ich euch praktisch den etwas umfangreicheren, üppigeren Kettenanhänger mit diesem tollen Herzstein, Herzglasstein. Ja, was brauchen wir dazu? Eigentlich gar nicht so viel. Wir brauchen einmal den 0,8 mm Draht, wir brauchen den 1,5 mm Draht und wir brauchen für den Kettenverschluss, für den Aufhänger, 3,5 mm Flachdraht. Dann natürlich auch eine dementsprechende Perle oder eben wie gesagt dieses tolle Herz. Nicht, dass ihr euch wundert, die haben wir zwar im Shop, aber diese Herzen sehen immer anders aus. Mal mehr oder weniger geflammt. Ja, es ist so ein schöner Lila-Ton, Flieder, Aubergine, also es ist alles Mögliche da drin. Also der gefällt mir richtig, richtig gut und den habe ich auch schon ganz oft immer bei den Messen gezeigt und viele werden ihn wahrscheinlich auch kennen. An Werkzeug braucht ihr eine Rundzange, einen Seitenschneider, den Ringdur und die Backenzange. Die hat sich hier versteckt. Das ist alles, was ihr dann so braucht. Wie gesagt, wenn ich etwas bemerke, was ich vergessen habe, euch zu sagen, dann wird es im Video spätestens dann erscheinen. Ja, ihr Lieben, und dann fangen wir auch schon mal an. Hier ist natürlich Handarbeit geformt und für Anfänger, sage ich mal, ist es sehr, sehr schwierig. Ich muss mal gucken, ob wir sowas vielleicht mal auf eine Steckplatte fertig machen können, damit das immer in einer Hand ist und auch schneller und gleichmäßiger vonstatten geht. Also wie gesagt, bei mir wird es auch nicht immer alles gleichmäßig, das ist auch nicht schlimm. Wir brauchen ungefähr 60 cm vom Draht. Und dann nehmen wir uns wieder die Mitte und machen eine Schlaufe. Hier unten die Schlaufe lasse ich immer etwas größer als die Schlaufe an den Seiten. Und jetzt wird an der Seite die Schlaufe gebogen und ihr geht mit dem Draht ganz nach unten, also unten drunter, das ist wichtig. Damit das nicht beult und übereinander lappt. Das ist der Punkt. Und dann mit dem linken Draht dann nach oben. Damit ihr es aber einfacher habt, dreht ihr das ganze Teil jetzt einfach um. So. Und geht wieder, macht die gleiche Bewegung, wieder mit dem Daumen. Setzt euch die kleine Schlaufe. Und dann nach unten. So, so haben wir das dann. Die Drähte, also der linke Draht, wird richtig schön nach rechts gezeigt. Also linke Draht deswegen, weil er kommt von links und geht nach rechts. Und der rechte Draht geht nach rechts. So, jetzt haben wir das. Und jetzt ist einfach die Schwierigkeit. Da würde ich auch empfehlen, dass ihr das vielleicht abmesst. Ich würde jetzt vielleicht bei 3 cm oder 2,5. Ich gucke mal, wie ich das jetzt hier habe. Na doch, 2,5 cm, damit es nicht zu lang wird. Also bei 2,5 cm, also von der Mitte abgemessen, haltet ihr den Daumen so ein bisschen drauf und dann macht ihr euch eine kleine Schlaufe und zieht euch den Draht nach unten weg. So. Und das macht ihr auf der anderen Seite auch. Ihr dreht euch praktisch den wieder um. Von der Mitte aus messen. Haltet den Daumen drauf. Und macht wieder eine kleine Schlaufe. Ich muss jetzt mal hier drauf achten, dass ich nicht immer aus dem Bild gerate. Das ist ganz, ganz schwierig momentan, aber es ist so.
So, und wenn das jetzt nicht gleich ist, könnt ihr das auch noch ein bisschen verändern. Also ihr schaut euch das an, ob die gleich sind, also von der Länge her. Ansonsten könnt ihr das immer noch mal so ein bisschen reindrehen. So, ich glaube, das ist schon mal gut. Das sieht doch ganz gut aus. So, wenn ihr das jetzt habt, dann nehmt ihr den rechten Drahtfaden und wieder eine Schlaufe, etwas größer, und geht bitte oben rüber. Ein bisschen nachjustieren vielleicht. Und dreht euch den Kettenanhänger wieder um, macht wieder eine Schlaufe, eine größere, und geht wieder oben. Also oben meine ich, dass ihr den Draht oben lang laufen lasst und nicht unten zum Beispiel. Und jetzt guckt ihr euch das wieder an, ob das so für euch in Ordnung ist und ob das gleich ist. Und jetzt einmal wieder die kleine Schlaufe, und die geht nach unten weg. So. Und dann die andere Seite auch. Und wieder eine kleine Schlaufe machen, und die geht nach unten weg. Und wie gesagt, das ist Handarbeit. Also da müsst ihr euch jetzt auch keine Gedanken machen und auch nicht verzweifeln. Das wäre jetzt so die Ausgangsposition, die wir jetzt haben. Und dann würde ich noch gar nichts machen, sondern ich würde mir erstmal den Stein nehmen und würde ihn mal so reinlegen und dann die Drähte so ein bisschen ranformen, wenn ihr wisst, was ich meine. Und hier festhalten und mit dem Draht dann einmal so rübergehen. Und das andere, die andere Seite, praktisch den Herzstein schön festhalten, richtig schön ransetzen. Und wieder mit dem Draht so rübersetzen. Das ist ja die Rückseite, das ist die Vorderseite. Dann sieht das ungefähr so aus. So. Und dann wird einmal nach vorne und einmal nach hinten. Das ist jetzt praktisch so eure Ausgangsposition von dem Draht. Jetzt nehme ich nochmal den Stein und setze ihn nochmal so ein bisschen rein, damit ich gucken kann, wie der ist. Also hier sehe ich zum Beispiel, dass der Draht noch ein bisschen nach unten kippen muss. So, dass es gleichmäßig ist. Ja, ist nicht ganz so einfach und knifflig. Ihr könnt euch jetzt den Ringdorn zur Hand nehmen und könnt euch eine kleine Schlaufe drehen. Also so einmal eine kleine Schlaufe. Und auf der anderen Seite macht ihr das natürlich auch. Eine kleine Schlaufe. Wenn die jetzt nicht gleichmäßig sind, könnt ihr das immer noch ändern. Also das ist nicht schlimm. Jetzt schneidet ihr den Rest ab vom Draht. Bei euch wird jetzt ein bisschen weniger sein, weil ich hatte ja 60 cm gesagt und ich habe hier, ja, 80 habe ich schon genommen. So. Und ihr wisst ja, wenn man etwas drahtet, dann sieht das alles so aus, als wenn das immer krumm und schief ist. Aber das ist auch ganz normal, weil wir justieren ja jetzt gleich noch. Bevor wir hämmern, wird natürlich noch mal ein bisschen nachgearbeitet. Wir setzen den so rum und probieren wieder mit dem Stein. So. Drücke einmal fest an, dass ich ungefähr das Maß habe. Hier sehe ich natürlich, hätte die Schlaufe etwas, ja, etwas größer sein können. Die hat sich wahrscheinlich wieder so ein bisschen. Dann biege ich mir das nochmal hier so zurecht. Halte fest. Also ihr könnt immer noch ändern. Ne? Das seht ihr.
und immer nachjustieren. Das ist wichtig. Die Teile werden jetzt hier wahrscheinlich zu groß sein von dem, aber das ist auch nicht, das kriegen wir auch gleich hin. Und nochmal den Stein reinsetzen und nochmal gucken. Ihr werdet bestimmt sagen, oh, was für ein Gefummel und was für ein... So, ich habe den jetzt nochmal dran gesetzt, das habt ihr jetzt hier gesehen, ne? Dass der richtig sich jetzt so ankuschelt sozusagen und habe natürlich gemerkt, dass die hier nicht übereinander liegen, dass die praktisch zu groß sind. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Dann nehmt ihr nämlich wieder den Ringdorn, steckt es einmal hier so rein und dreht ihn einfach ein bisschen zur Seite. Und hier das gleiche auch. Hineinstecken und einfach so ein bisschen rüberdrehen. So, das können wir ja ausjustieren. Das ist ja nicht so schlimm. Und dann sieht das auch schon mal ganz anders aus. Den schneide ich natürlich jetzt richtig wieder ab. Und aufpassen, dass ihr euch nicht den verkehrten Draht abschneidet. Und wir kommen der Sache schon näher. Ist ja schließlich Handarbeit. So, wenn ich dann sage, für mich jetzt so oder ihr, ja, der ist in Ordnung, perfekt ist sowieso immer anders, dann könnt ihr auch anfangen zu hämmern. Und ihr werdet sehen, dass wir zum Schluss so ein tolles Ergebnis rauskriegen. Und jedes Mal, wenn man drückt und macht, also macht euch nicht verrückt, das schafft ihr auf alle Fälle. Also ich nehme jetzt einmal meinen Amboss und meinen Hammer und fange an zu hämmern. Und auch hier unten hämmere ich etwas mehr, damit der Draht wieder so ein bisschen erhaben wird, also ein bisschen breiter. Aber bitte nicht tot hämmern, also mit ganz fest. Und das mache ich nur an den Enden, an den großen Schlaufen. Und wenn es geht, auch nicht, wo die Drähte sich kappen, dass ihr da hämmert. Also ich bin jetzt gerade ein bisschen abgerutscht und wir sind also drüber. Naja, ein bisschen Schwund muss sein. So, und weiter geht's. Und ihr seht schon, der nimmt jetzt langsam Gestalt und Form an und funkelt auch schon richtig schön. Ich weiß nicht, ob man das so in dem Video dann so sieht. Jetzt haben wir praktisch nur die Schlaufen hier oben noch nicht gehämmert. Und das machen wir jetzt. Ich habe jetzt hier einmal die Rückseite von meinem Rohling, von meinem Gebilde. Drückt mir das Ganze so ein bisschen nach oben, dass ich praktisch Platz habe zum Hämmern und hämmere. Und jetzt auch die andere Seite. Der ist von oben und der ist von unten. So. Und jetzt habe ich fertig gehämmert. Setze natürlich mit der Rundzange nochmal so ein bisschen schön die Enden an, dass ich die so ein bisschen reinkringel. Bei Bedarf könnt ihr das auch gerne nochmal schneiden. So lange, bis es in Ordnung ist. Aber nicht zu viel abmachen, weil... Ne? Irgendwann ist es zu kurz. Hier seht ihr, es ist kleiner. Also links ist die Schlaufe etwas kleiner und rechts ist sie etwas größer. Das heißt, ich kappe sie noch einmal minimal, die rechte Seite. Und setze wieder mit der Rundzange den Draht an. Oh, wir können noch ein bisschen. Ein Müh geht noch. Also lieber rantasten. Ja, jetzt bin ich fast zufrieden. So, und jetzt haben wir das schon mal. Jetzt nehmen wir unseren Stein und gucken nochmal, dass wir den dann nochmal richtig schön dran justieren. Wunderbar. Und jetzt geht's los. Jetzt nehmen wir uns den 0,8 mm Draht. Und da reicht auch wieder, also 15 cm reichen Dicke. Und schneidet das mal ab. Und jetzt setzt ihr wieder den hier,
den Drahtfaden hier oben auf und lasst ungefähr 6 cm stehen, je nachdem, wie ihr das haben wollt. Jetzt könnt ihr das natürlich hier umklappen, ihr könnt nämlich hier einmal durchgehen und jetzt wieder mit dem Drahtfaden rechts vor dem Drahtfaden und nach oben. Und jetzt wieder hinten und mit dem Drahtfaden unten durch auf die linke Seite von dem Drahtfaden, der in der Mitte ist. Gott, was für ein Wirrwarr. Aber es ist so. So, und so sieht es dann schon mal aus. Und jetzt nehmen wir unseren schönen Stein und fädeln den 0,8 mm Faden durch. Und jetzt tasten wir uns so ein bisschen nochmal an die Form so ein bisschen ran. Und da auch, am besten ich drehe das mal um, dann habe ich mit rechts habe ich immer ein bisschen mehr Grip. Und einmal und davor setzen. So. Also ihr seht und merkt und wisst jetzt auch, was ich meine. Jetzt habe ich die beiden Verschlüsse oben und unten. Die schiebe ich zusammen, also nicht, dass sie so auseinander stehen, sondern richtig schön zusammen. Und dann gehe ich mit dem Drahtfaden einmal durch. Einmal wieder rechts vorbei. Dann wieder durch die Mitte. Und einmal wieder links vorbei. Na, kommst du durch, mein Kleiner? So, und jetzt haben wir es. Das ist jetzt praktisch schon mal so leicht unser Kettenanhänger. Und können jetzt hier mit der Rundzange nochmal so ein bisschen nachjustieren. Also ganz vorsichtig, dass ihr euch da hier jetzt keine Macken reinhaut. So, und die Reste, also die überschüssigen Drähte, die nehmt ihr wieder und drahtet sie zu kleinen Kringeln. Ihr wisst ja, ich kringel gerne die Abschlüsse, weil dann piekst nichts, ihr müsst nichts irgendwo verstecken. So, wieder zu einer kleinen Schnecke formen. Und dann setzen wir das einmal so drauf. Und hier auch das Ganze. Und jetzt wird mit der Backenzange wieder ganz eben, ganz leicht werden die kleinen Schlaufen nach unten gebogen, damit er auch wieder schön geschmeidig rund ist. Ein bisschen andrücken wieder, wollen ja nicht übertreiben. So, und jetzt brauchen wir einfach nur noch den Verschluss und dann haben wir es schon geschafft. Ich nehme praktisch den 3,5 mm Draht, setze den ungefähr 4-5 mm an mit der Rundzange, biege mir den einmal so rüber. Bitte nicht ganz zusammendrücken, denn wir wollen ja noch hier hineinkommen. So, und dann von hinten dann einmal mit der Rundzange wieder am äußersten Ende anfassen und nach unten drehen. Und jetzt nehme ich wieder meinen Ring durch und in die Mitte. So. Und habe mir das so richtig schön umgeschlagen. Und dann mit der Zange einmal so zur Seite. Nochmal kontrollieren, dass hier nichts piekst. Das ist aber in Ordnung. Ihr Lieben, schaut mal. Jetzt haben wir doch gemeinsam einen richtigen schönen Kettenanhänger gemacht.
Und den könnt ihr jetzt auch wunderbar an einem ganz tollen Kautschukband tragen. Und ich habe das extra so gemacht mit dem Kautschukband und auch mit der mittleren Stufe von dem Ringdorn, weil dann nämlich der Magnetverschluss durchpasst. Das heißt, ihr braucht dann einfach nur immer den Kettenanhänger wechseln und nicht das Band aufmachen. Ja, das ist jetzt unser schöner Kettenanhänger, den wir hier gemeinsam gedrahtet haben. Mit eurer Hilfe ist dieses wunderschöne Teilchen entstanden. Ihr Lieben, ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart und dass ihr zugeschaut habt und wie man eben aus ein bisschen Draht ganz, ganz tolle, nette Anhänger formt und kreiert. Und ja, ich freue mich, dass ihr so viel Spaß und Freude daran habt. Ich verlinke wieder alles, was ihr dazu braucht, unten in der Infobox. Und bis dahin, wir sehen uns ja bald wieder, beziehungsweise ich komme morgen nochmal wieder. Dann gibt es ja das nächste Türchen. Bleibt alle schön gesund. Ich wünsche euch noch eine schöne Vorweihnachtszeit. Bis bald, eure Katja.